Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich Nussschnecken aus Blätterteig und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für die Nussschnecken brauchen wir Blätterteig, dann natürlich Nüsse. Ich habe hier gemahlene Haselnüsse, dann etwas Milch, braunen Zucker, Vanillezucker und Zimt. Für die Glasur, die ich später noch mache, habe ich ein bisschen Puderzucker und etwas Wasser. Als allererstes nehme ich die Milch, den braunen Zucker, den Vanillezucker und den Zimt und koche das Ganze einmal auf. In der Teig, wo die Milch aufkocht, fange ich schon mal an, den Blätterteig ein bisschen auszurollen. Hier gehe ich jetzt noch mal kurz mit dem Wellholz drüber. Wenn die Milchzuckermischung dann aufgekocht hat, dann gebe ich meine gehackten Nüsse dazu. Verrühre das Ganze dann zu so einer streichfähigen Masse. Wenn man das Ganze gut vermischt hat, auf den Blätterteig verteilen. Wenn man das Ganze dann gut verteilt hat, dann nehme ich so einen Pizzaschneider und schneide mir hier so 1 bis 2 cm große Streifen raus. Und diese Streifen, die rolle ich dann einfach auf. Und setze sie dann so auf mein Backblech. So sieht das Ganze jetzt aus und so mache ich das jetzt bei 200, 220 Grad auf dem Grill. Ich habe hier wieder meinen Pizzastein unten drin, dass nicht so viel Hitze von unten kommt und auf dem Pizzastein habe ich ein Blech gelegt. Und so lasse ich die Nussschnecken jetzt bei 210, 220 Grad für 15 bis 20 Minuten auf dem Grill. Circa 20 Minuten sind jetzt vergangen. Ich check das Ganze jetzt mal. Und es sieht sehr gut aus. Ich lasse die Nussecken jetzt ein bisschen abkühlen und so lange machen wir den Zuckerguss fertig. Der Zuckerguss ist eigentlich recht simpel. Dafür nehme ich mir Puderzucker und gebe hier ein bisschen kaltes Wasser dazu und verrühre das Ganze. So sieht der Zuckerguss dann aus. Dann muss man halt schauen, je nach Konsistenz, wenn man es ein bisschen flüssiger möchte, dann macht man einfach ein bisschen mehr Wasser dazu. Aber für mich passt es so. Die Nussschnecken sind jetzt noch warm und solange sie noch warm sind, nehme ich meinen Zuckerguss und mache den drüber. Das mache ich. Ich nehme hier ein bisschen auf dem Löffel und versuche den so in der schnellen Bewegung so drüber zu ziehen. Man könnte die Nussschnecken natürlich auch komplett bepinseln damit oder eintunken. Ich mag das aber nicht so und ich finde, es sieht auch ein bisschen schöner so aus. Ich lasse jetzt noch komplett abkühlen und dann probiere ich mal eine. Die Nussschnecken sind jetzt abgekühlt. Ich habe mir jetzt hier eine genommen. Ich werde die jetzt mal auseinanderreißen. Die Nussschnecken schmecken hervorragend, muss ich sagen.
Man hat durch den Blätterteig außen diesen schönen Crunch und innen durch die Nussfüllung hat es noch eine schöne Saftigkeit. Und von der Menge vom Zuckerguss muss ich sagen, finde ich so auch richtig, weil sonst wäre es einfach zu süß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere den Kanal, um das nächste nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.